Hallo, ich grüße euch einen Tag vor Heiligabend 2020. Und gestern die Sensation, Quer-HNO-Arzt Bodo Schiffmann plant, ins Ausland zu flüchten. Jeden Tag kriege ich Strafanzeigen. Beschwerden, Zustellungsurkunden und ähnliche Sachen. Man muss Gerichtskosten zahlen, man muss Anwälte zahlen. Man muss teilweise, wenn ein Strafbefehl ergeht, erstmal einen Strafbefehl bezahlen, weil man dann ansonsten in Zwingungshaft kommt. Wegen einer illegalen Demo in Bonn am 14. November müssen Schiffmann und Wolfgang Greulich je 20.000 Euro bezahlen. Wenn sie den Betrag bis zum 21.12. nicht eingezahlt haben, würde ein Vollstreckungsverfahren eingeleitet. Ist doch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich habe hier nur mal so zwei Highlights rausgesucht, die ich euch jetzt mal sage. Und deswegen, es geht auch hier um Fluchtmöglichkeiten für viele, mit denen ich Kontakt habe. Und wenn Sie, ihr, als Firma die Möglichkeit habt, in größerem Umfang zu helfen, oder ihr habt Wohnungen, Häuser oder Ähnliches im In- und Ausland, wo man untertauchen kann, dann bitte ich um Kontakt. Ich habe dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet bei ProtonMail. Und das ist im Moment die sicherste E-Mail. Dort könnt ihr Kontakt aufnehmen und wir werden das abarbeiten. Wir heißt ein Team, nicht ich alleine. Damit wir ein Netzwerk aufbauen können, weil wir müssen weiterdenken. Darf ich daraus schließen, er will abhauen, weil er einiges auf dem Kerbholz hat? Aber Herr Schiffmann, laufen Sie nicht zu schnell weg. Vielleicht bekommen Sie ja noch eine Strafzettel aus Mecklenburg-Vorpommern, weil Sie dort einen großen Polizeieinsatz mit initiiert haben und Aufruhr gestiftet haben. Ich meine, der Greulich und der Eckert werden wahrscheinlich auch sowas bekommen. Ludwig hat sich schon darüber gefreut. Und dann kommt eine Bitte an die Unternehmen, ihm Geld zu spenden. Er blendet seine Kontaktdaten ein und seine IBAN. Da spenden die Leute natürlich gerne mal so gemeinnützige Organisationen, so wie Ärzte ohne Grenzen, das Rote Kreuz und was es alles so Schönes gibt. Aber Bodo Schiffmann ist gemeinschädlich. Er wird von Strafverfolgungsbehörden verfolgt und bekommt andauernd Post von denen. Ich meine, da überweist doch niemand diesem Kerl. Man könnte das ja dann so auslegen, man würde ihm dann auch noch helfen zu fliehen. Sowas machen höchstens solche Querpfeifen, so die naiv sind, die schmeißen dem ein bisschen Geld hinterher, ja, oder wer weiß wie viel. Aber doch nicht einer mit einem normalen Kopf oder so. Ausübung des ärztlichen Berufes. Wir wurden als Approbationsbehörde für Baden-Württemberg über das bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg unter dem Aktenzeichen 240 JS und so weiter anhängige Ermittlungsverfahren gegen Sie wegen des Verdachts der Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse informiert. Habe ich nicht gemacht. Des Weiteren wurden wir auf einen Bericht auf dem Portal von T-Online vom 4.12. aufmerksam. Unser Freund Jens Wienand.
Aus dem Bericht geht zusammengefasst hervor, dass sie dazu aufgerufen hätten, zum Beispiel beim Gang durch den Supermarkt Telefonanrufe vorzutäuschen, während deren dann laut falsche Informationen über Corona-Impfung verbreitet werden sollen. Konkret hätten sie die Aussagen, dass die Impfung unfruchtbar mache, bei 70% der Menschen allergische Reaktionen nach sich ziehe und dies auf eine Studie des Chefs von Pfizer beruhe vorgeschlagen. Der Bericht bezieht sich auf Aussagen von ihnen, die sie als Video ins Internet gestellt haben. Wie Ihnen sicher bekannt ist, setzt die Erteilung der Approbation als Arzt voraus, dass der Antragsteller sich gemäß § 3 1 Absatz 1 nun Bundesärzteordnung nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit ergibt. Nach gemäß § 6 kann das Ruhen der Approbation angeordnet werden und so weiter und so fort. Widerruf der Approbation ist seitens anzuordnen, wenn der Arzt sich eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich seine Unzuverlässigkeit oder Unwürdigkeit ist. Und so weiter und so fort. Also ich darf mich jetzt zu dem Sachverhalt äußern. Und ein Aufruf, bewusst falsche Informationen über Corona-Impfung zu verbreiten, steht nicht im Einklang mit einer ordnungsgemäßen, pflichtenadäquaten Ausübung des Arztberufes. Es bietet auch nicht die Gewähr dafür, dass der Arzt in Zukunft seine beruflichen Pflichten als Arzt erfüllt, also zuverlässig zur Ausübung ist. So, also ich habe aber zur Vermeidung eines solchen Verfahrens kann ich auf die Approbation als Arzt gemäß § 9 Bundesärzteordnung verzichten. Wegen der weitreichenden Folgen muss ein Verzicht auf die Approbation zweifelsfrei und unbedingt erklärt werden, um eine eventuelle Anfechtung der beurkundeten Willenserklärung auszuschließen. Fügen wir eine Verzichtserklärung bei. Sehr schön, vielen Dank dafür. Sollten Sie diesen Weg beschreiben wollen, bitten wir um Übersendung der ausgefüllten und unterschriebenen Verzichtserklärung. So. Also, man möchte mir anordnen, es wird dann der nächste Schritt sein, dass die Approbation ruht, so ähnlich wie bei Per Eifler in Österreich. Das Ganze zieht sich nämlich über Jahre sowas hin. In der Zeit kann man natürlich auch nichts in der Praxis machen. Seine Schwindelambulanz kann er früher oder später dann abschminken. Nämlich, ich bin ein sehr guter Arzt. Im Gesundheitsamt beschwert sich jemand darüber, wie wir das mit den Masken handhaben und ob wir auch die Anforderungen der Hygiene einhalten würden. Spätestens bis 11.01. kam alles fast gleichzeitig. Erstaunlich. Und dann noch das Krankenhaus, die mir die Praxisräume kündigen. Haben wir Widerspruch eingelegt, ist mittlerweile schon verlängert. Und zwar wird es darauf begründet, durch mein rufschädigendes und geschäftsschädigendes Verhalten zu Lasten unseres Mandanten. Und man sagt auch, dass ich ja der rechtsradikalen neonazistischen und sonstigen Querdenkerbewegung nahestehe. Also mir wird Verharmlosung vorgeworfen und ähnliches. Ist es so, dass ich böse bin? Es gibt keine Pandemie, es gab nie eine. Wir haben ja gesehen, dass er irgendwie vor die Wand fährt. Er macht auf diesem Video einen niedergeschlagenen Eindruck. Und ich kann nur hoffen, dass man dem Herrn Schiffmann so viel Steine in den Weg legt, wie es nur möglich ist. Denn wie ich schon gerade gesagt habe, er ist gemeinschädlich. Niemand mag diese Leerdenktruppe. Sie feiern nur sich selbst und belästigen Behörden. Sie bedrohen auch Menschen, die eine andere Meinung haben als sie. Eine rechtsradikale Truppe, die unsere Gesellschaft aus den Nähten reißen will. Darum verbreiten sie auch bedenkenlos weiterhin ihre Lügenpropaganda. Euch Vakuumdenker wünsche ich keine fröhliche Weihnachten. Ich verachte euch. Punkt. Allen anderen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest. Zu zweit oder zu dritt, vielleicht zu viert, kann ein Weihnachtsfest auch schön sein. Und ich wünsche euch eine gute Zeit und bleibt alle gesund. Denken wir irgendwo im Hinterkopf,
an die Krankenhäuser, an die Intensivstationen, wo Menschen schwer arbeiten, an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Dann fällt es uns auch leicht, diese jetzigen Corona-Maßnahmen umzusetzen. Tschüss, Servus. Thank you.